Ihr Lieben, Servus und willkommen zurück in der Bundesfilmanstalt. Heute am Montag zu einer weiteren Runde depperten Geschmarder. Es gibt mal wieder so ein paar Sachen, über die ich mich aufregen kann und ein paar Sachen, über die ich mich freuen kann. Vor allem eine Sache und na zwei Sachen eigentlich, über die ich mich sehr freue. Ja. Und das besprechen wir heute mal so ein bisschen. Ja, es geht unter anderem natürlich auch nochmal, das ist jetzt auch nochmal so ein bisschen ein Nachtrag zu meinem Video zum Thema Fan oder Fanboy von letztem Sonntag oder vorletztem Sonntag im Endeffekt. Da habe ich ja sehr viele Reaktionen drauf bekommen und ich habe auch eine sehr nette E-Mail bekommen von einem Zuschauer, die ich bis heute noch nicht schriftlich beantwortet habe. Und das möchte ich nämlich heute gerne in Videoform tun, weil ich bin immer so ein bisschen schreibfaul, ne? Und deswegen möchte ich das auch gerne, wenn ich schon mal Fanpost bekomme, was nicht so oft der Fall ist, das natürlich gerne auch in Videoform beantworten. Und da das ja auch mit dem Thema zu tun hat, ne, es ging ja da so ein bisschen um die Veröffentlichungspolitik von diversen Labeln, vor allem von 84 Entertainment. Und da sprechen wir jetzt heute auch nochmal drüber, weil sich da schon wieder ja einiges getan hat, was ich beim letzten Video da noch nicht so auf dem Schirm hatte. man kann sich es einfach nicht mehr ausdenken, aber gut, es ist halt so, ja. Ich war ja bis Wochenende nicht da, ich war bei meiner lieben Frau, habe da ein schönes Wochenende verbracht und als ich am Sonntagabend, übrigens Freitag, ne, ich muss ja da immer nach Nordrhein-Westfalen fahren, hier von Bayern, also normalerweise fahre ich 4 Stunden, ich war am Freitag tatsächlich 7,5 Stunden unterwegs, weil ich glaube, das ist so typisch Deutschland, ne? Vor Würzburg hauen die einfach wegen der Scheißbaustelle eine Komplettsperrung rein, ja, und alle mussten runter von der Autobahn. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, wie sich das zurückstaut und wie lange man da steht. Das war wirklich sehr spaßig. Ja, wir haben dann wirklich nach den 7,5 Stunden, da sind mir wirklich so meine Augen, ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr immer, ich habe so eine Klimaautomatik, ne, und die läuft ja dann immer. Und da trocknen einem dann so richtig schön die Augen aus. Also da hatte ich richtig so zammgedörrte Augäpfel. Ja, das war richtig übel. Ja, aber gut, ich habe es geschafft. Die Rückfahrt am Sonntag war ein bisschen angenehmer. Und als ich nach Hause gekommen bin, war auch schon ein Päckchen für mich bereit. Das hat mein Nachbar, glaube ich, schon aus Briefschlitz gefischt. Aber ich glaube, ihr habt das auf dem Thumbnail schon gesehen. Ich glaube, das nehme ich nämlich als Thumbnail. Schaut euch bitte an, was das hier, ich muss mal gucken, was das hier für eine Scheiße, so war das bereitgelegen bei mir, ne? So, das ist natürlich, da ist ein Mediabook drin, das wollte ich euch eigentlich schon, ich wollte den Film eigentlich, ich wusste ja, dass der kommt, am Sonntagabend gleich schauen, damit ich eine Folge Graffel TV machen kann, da ist nämlich ein netter Trashfilm drin, zeige ich euch gleich, und dann kam diese Scheiße hier an, total zermatschter Umschlag und ich habe mir dann schon gedacht, ach du Scheiße, wer weiß, wie das Ding aussieht. Und da drin ist ein Mediabook, nämlich das hier, Aquarium of the Dead, der neueste Streich von The Asylum, habe ich mich total darauf gefreut. Ich liebe Asylum-Filme. Ich weiß, die meisten Leute hassen die Filme wahrscheinlich. Ich liebe Asylum-Filme. Die sind einfach herrlich absurd und bescheuert. Und die wissen halt auch, dass sie Scheiße abliefern. Und ich mag das. Und das ist, glaube ich, so ein netter Creature-Feature, Billig-Trash-Streifen. Und da hatte ich richtig Bock drauf. Das ist so ein 20-Euro-Media-Book. Ja, für 20 Euro mehr. Komm, für 20 Euro so einen netten Asylum-Titel, den nimmst du dir mit. Ne? Aber jetzt schaut mal, wie das. Ihr seht ja jetzt schon, wie das hier vielleicht, wie das aussieht. Das ist auf jeden Fall. Schaut euch diese Banane hier an. Schaut euch das mal bitte an. Schaut euch diesen Knick an. Das ist total zermettelt hier. Aber komplett zermettelt. Ja? Das ist. Da ist der. Hier innen, das ganze Tray ist hier einfach nur zusammengeschrottet. Ja? Das ganze Tray ist zerschrottet. Das geht natürlich komplett so zurück. In dem Fall muss ich ja sagen, also ihr müsst da noch ein bisschen drauf warten, aber der kommt die Woche bestimmt noch in einem Review. Ja. In dem Fall muss ich aber sagen, ich meine ja, Amazon hätte es besser verpacken können, aber diesen Schaden hat der Postbote verursacht.
Wie behindert, Entschuldigung, wie behindert muss man sein? Ja, da ist ja was Festes drin, das weiß man eigentlich, ja. Wenn man nicht nur Singen und Tanzen in der Schule hatte, ja, und Namen klatschen oder sowas, dann merkt man, okay, da ist was Festes drin, das sollte man nicht mit Gewalt in den Briefschlitz stopfen. Ja, das ist mir auch, ich glaube, wir haben einen neuen Briefträger, ich weiß es nicht, das ist mir früher nie passiert, also so eine Scheiße hatte ich noch nie im Briefkasten. Ja, ich meine, Transportschäden, das ist das eine. Das hier ist mit roher Gewalt in den Briefschlitz gestopft worden. Ja, das ist wirklich komplett gestört. Ja, also da sollte sich jemand dringend einen anderen Job suchen, weil das kann echt nicht sein. Ja, wie gesagt, Amazon, ich schimpfe immer oft über die Amazon-Verpackung, aber in dem Fall, selbst wenn das gepolstert gewesen wäre, das hätte es einfach zerschreddert. Ja, also. Geht natürlich zurück, mir tut es immer leid, das Ding landet jetzt halt wieder im Müll. Das ist Müll, das kannst du wegschmeißen. Vielen Dank, lieber Herr Briefträger. Ja, vielleicht suchst du dir einen anderen Job, weil Post austragen ist, glaube ich, nicht mein Ding. Vielleicht sollte ich einen Aufkleber an den Briefkasten machen, wo drauf steht, bitte keine Pakete mit Gewalt in den Briefschlitz meddeln. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Meine Fresse, habe ich mich schon geärgert, weil ich mich riesig auf den Film gefreut hatte. Ich hatte da so Bock drauf, den zu gucken. Naja, dann wurden es halt doch wieder 2 Folgen Schwarzwaldklinik. Damit bin ich jetzt aber auch schon fast durch. Ja, vielleicht mache ich da ein Review-Video. Vielleicht mache ich ein Review-Video zur kompletten Serie Die Schwarzwaldklinik. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr Bock auf sowas habt. So. Aber. Damit ich auch noch was Schönes habe. Ich habe heute, das Ding ist am Samstag schon gekommen, weil ich natürlich nicht zu Hause noch ein Päckchen bekommen hier vom lieben Andreas von CMV. Denn es gab die nächsten 3 Titel aus der CMV Trash Collection. Die sind hier drin. Und da schauen wir doch jetzt einfach mal rein, damit wir auch was Schönes und Erfreuliches in diesem Video haben. Aber natürlich hier so eine schöne Aufreißlasche, einfach hier auffetzen. Ne? Und dann schauen wir mal. Ich glaube, da müsste diesmal für die Clubmitglieder aus der Trash Collection müsste ein Poster mit drin sein. Ja, ich bin ja Mitglied im Trash Collection Club. Ich glaube, das verlinke ich euch unten mal noch. Trash Collection von CMV kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal ein bisschen komische Filme sehen wollt. Ja, so wie ich. Ne? So, was ist das hier? Ich glaube, das ist die Rechnung. Da ist die Rechnung. Schmeißen wir zur Seite. Dann haben wir das hier so schön eingepackt. Ne? Ich habe ja schon mal, da gibt es eine eigene Playlist. Ich bin hinten dran. Ich habe erst einen Film jetzt aus der Trash Collection geguckt und gereviewt. Da muss ich jetzt auch mal ein bisschen Gas geben, weil jetzt kommen ja hier schon die nächsten Titel. Ne? Meine Güte. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier die Folie abkriege. Das hat er sehr gut eingepackt. Ich meine, das sind jetzt nur Emma-Rays, da kann jetzt nicht so viel kaputt gehen. Ja, ich kenne die Filme alle noch nicht. Und ich habe natürlich. So, jetzt schauen wir uns erstmal die Titel an. 4, 5, 6, genau. So. Und zwar haben wir jetzt die Nummer 4, 5 und 6 aus der Trash Collection. Das ist einmal hier Unholy. Ja, mal gucken. Genau, Unholy, das ist die Nummer 4. Dann haben wir Nightwish Out of Control, die Nummer 5. Und dann haben wir The Dark Side of the Moon, die Nummer 6 der Trash Collection. Da kostet immer so, und die kann man dann immer im Dreierpaket zu kaufen, und die kosten dann immer so, ich glaube, 50 € das Dreierpaket. Ja, das ist Blu-ray und DVD. Und ich meine, muss man ehrlich sein, die Titel gibt es natürlich schon als Veröffentlichungen von CMV auf Einzel-Blu-ray und so. Aber ich mag die Trash Collection. Ich mag dieses einheitliche Design. Das gefällt mir sehr gut. Das ist ein ordentlicher Preis. Einzeln kosten die, glaube ich, irgendwas 17 € oder sowas. Das ist jetzt nicht ultra billig, aber es ist okay für eine Blu-ray, und eine DVD ist dabei. Gut, die braucht man eigentlich nicht. Aber für die Leute, das ist halt auch ein toller Fanservice für die Leute, die schon die alte Trash Collection gesammelt haben, weil es geht halt einfach nahtlos weiter. Und das ist halt Fanservice. Das ist halt, man muss die ja nicht kaufen. Wie gesagt, die Titel gibt es auch so einzeln zu erwerben, überhaupt kein Thema. Aber für die Leute, die die Reihe gern sammeln, ist es einfach Fanservice, und das finde ich klasse. Und ich habe ja hier, ich meine, ihr wisst ja,
in meinem Video Fan oder Fanboy habe ich ja schon gesagt, ich gebe nichts auf Limitierungsnummern. So auch hier, aber was schön ist, weil ich es einfach ein lustiges Gimmick finde, man konnte sich nämlich als Trash Collection Mitglied die Nummer aussuchen und das ist hier mein Geburtsjahr. Ne? Und das ist einfach ein netter Gag. Ja? Ist mir wurscht, die Dinger werden nicht wertvoll werden, aber müssen sie auch nicht. Wenn keine Limitierungsnummer drauf wäre, wäre es auch völlig okay. Aber ich finde es einen netten Gag, dass ich da die Möglichkeit hatte, mein Geburtsdatum als Limitierungsnummer zu bekommen. Ne? Das ist ja ganz toll. So. Und da ist diesmal ein Poster mit dabei. Also die Trash Collection Mitglieder, die bekommen da immer so ein bisschen extra dazu. Und in dem Fall, was haben wir jetzt hier? Ach, das ist ja schön, ne? Da gibt es so ein kleines hier. Das ist natürlich Werbung da für CMV. Ne? Ist klar. Guck mal hier. So ein kleines Poster dabei. Ach, das hänge ich bestimmt irgendwo hin. Ne? Hier, the new Trash Collection CMV Laser Vision. Ne? So eine nette Werbung. Warum nicht? Ne? Exklusiv für Trash Collection Mitglieder. Oh ja. So, sehr schön. Also, haben wir jetzt auch noch was Schönes ausgepackt, das ist doch toll. Und jetzt geht es schon wieder zum nächsten Aufreger. Oder was heißt Aufreger? Es ist ja kein Aufreger, Leute. Es ist unfassbar. Ich hatte das wirklich beim letzten Video, bei diesem eben Fanboy-Video, gar nicht so auf dem Schirm. Da hat der 84 Entertainment hat ja schon wieder Titel angekündigt, die demnächst rauskommen im Mediabook. Und zwar, diesmal haben sie nicht ganz so sehr, zumindest teilweise nicht ganz so sehr auf die Kacke gehauen, denn es kommen jetzt auch noch, oder gibt es die schon? Ich schaue gerade mal, ich habe gerade hier Prez Media offen. Nee, die kommen am 28.10. Sind wieder ein paar Titel dabei. Und diesmal gibt es ein paar Repacks von DigiDreams. Ja. Und auch ein Titel, der eigentlich für mich durchaus interessant wäre. Ne? Nämlich, jetzt warte mal, ich schaue mal, dass ich das hier, ich mache das mal hier hin. So, jetzt wartet mal, machen wir das mal so. Ja, genau, so. Guck mal, das hier wäre eigentlich für mich interessant gewesen. Ne? Bloodsucking Pharaohs in Pittsburgh. Das ist, ich kenne den hier als Picking Up the Pieces. Ja, da gibt es eine DVD mit diesem Cover und den Film. Ich habe ihn lang nicht mehr gesehen. Ich habe ihn nicht mehr in der Sammlung leider. Und mir gefällt gerade dieses Cover extrem gut. Das ist schon wieder ausverkauft. Kannst du dir nicht ausdenken. 35 Euro wollen die dafür. 150 Stück Limitierung. Das hat 404. Das ist hässlich hier. Das ist cool, das Cover hier. Ne? Da oben sehe ich schon mal noch. Kannst du dir nicht ausdenken. Picking Up the Pieces, das ist eigentlich cool. Und hätte mir auch gefallen. Ich glaube, für 25 Euro oder so, da hätte ich echt gesagt, komm, den nimmst du mit. Aber hier 34,99. Alter, nein. Der Film ist schon gut, aber ich hole mir die DVD für 5 Euro bei eBay. Entschuldigung. Hat das gleiche Covermotiv, das gefällt mir eher am besten. Ah, und da passt es ja, 35 Euro, nein. Ne? Und dann haben wir hier, oh, da gibt es noch ein Cover, guck mal. Ja, nee, das nicht. Also entweder das oder das, die zwei sind cool. Ne? Die sind, das ist scheiße hier, das gefällt mir nicht. Und das Suckling, ihr könnt es euch nicht ausdenken. Das Suckling in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Covermotiven. Das Suckling, ihr könnt es euch nicht ausdenken. Jetzt müsst ihr überlegen, The Suckling habe ich irgendwann mal schon mal auf meinem Kanal gezeigt, ne, vorgestellt. Ich glaube, ich hatte da mal eine Review gemacht. Müsst ihr mal schauen. Ich glaube ja. Der Film ist gar nicht so scheiße, er ist aber auch jetzt nicht überragend gut. Also da gibt es Besseres. Der ist von DigiDreams und hat eine unterirdische, wirklich unterirdische Bildqualität und Tonqualität. Also wirklich unter aller Sau. Das ist weder Blu-ray noch DVD. Das ist abgenudelte VHS-Qualität, aber abgenudelte VHS-Qualität, wirklich ganz, ganz schlimm. Und wenn man den Titel so in dieser Classic Cult Collection kauft für 4 Euro in der 5 für 20 Aktion bei Müller, dann sagt man, ja, okay, gut, ist halt so. Ich hatte ein bisschen Spaß, die Blu-ray ist zwar scheiße, aber naja, was soll's. Passt schon. Ja, 35 Euro für den Schrott, für diese Schrottqualität. Das ist völlig utopisch.
utopisch und 6 Covermotive. Für so einen Käse, 6 Covermotive. Guckt euch die Limitierung, 150 Stück, 150 Stück. Das ist Originalcover übrigens. Was ist das für ein Schrottcover hier? Was ist das? Für Müll. Saw. Saw kommt raus. Sind das eigentlich wattierte Medien? Ah, jetzt warte mal, Saw 3. Ah, das ist nicht wattiert. 40 Euro. Das ist nochmal für Saw 3. Für 52,99. Da geht schon wieder weiter hier. Ja, also wer die Saw... Ich finde die auch grottenhässlich hier. Die gezeichneten finde ich grottenhässlich. Das ist wieder so ein Zeichenstil, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Grottig. Die hier sind, ja, aber die sind auch nichts Besonderes. Die sind okay. Ja, das sind halt die Blu-ray-Cover, die gängigen. Ja, das ist halt 53 Euro. Für so. Für das Geld kriege ich die komplette Collection auf Blu-ray. Ja, aber es geht noch. ja, guckt euch das bitte an. Leon, das ist doch auch ein Digidreams-Titel. Der ist doch in der Classic Cult Collection. Ich glaube, ich habe ihn sogar in der Classic Cult Collection. Ich glaube, ich habe ihn. Und ich habe den für 5 Euro oder was gekauft. Ich glaube, ja. Oder ist das ein anderer Van Damme? Ist egal. Egal. Ja. 69. 99. Zwei wattierte. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. 70 Steine. Die haben Lack gesoffen bei 84 Entertainment. Ohne Scheiß, die haben Lack gesoffen. Und zwar kanisterweise saufen die den Lack. Das ist völlig unfassbar. Das ist, glaube ich, irgend so ein... Und nur 20 Seiten Booklet. Also 24 sind eigentlich Standard. Hier haben sie nur 20 Seiten gemacht. Also noch irgendwelcher Schrott mit drauf. Ich weiß nicht, angeblich sind das, glaube ich, 5 Discs oder so. Nee, 6 Discs sogar. Da ist wieder lauter Schrott dabei. Hier steht nur Blu-ray und DVD. 6 Discs, das ist wahrscheinlich die gleiche Scheiße wie bei Nameless mit den Maniac-Veröffentlichungen. Ja, aber da war wenigstens die 4K noch dabei für den Preis. Und das war schon behindert. Wir brauchten die ganze Scheiße dann noch auf DVD. Ja, das kannst du dir echt nicht ausdenken. Unfassbar. Die haben einfach Lack gesoffen. Entschuldigung. Wirklich. Das ist, die saufen einfach Lack bei 84. Anders kann man sich das nicht erklären. Also, jetzt sind wir dann bei 70 Euro. Für was zur Hölle? Bitte sagt mir, dass niemand von meinen Zuschauern sich diese Scheiße kaufen wird. Bitte sagt mir das. Bitte, ja, bitte. Ich meine, inzwischen haben sich schon einige YouTuber geäußert zu dieser geistigen Vollumnachtung, ja. Aber eigentlich immer noch zu wenige, weil man muss einfach 84 wirklich einfach sagen. Ganz genau, das muss man machen. Oh Gott, das muss ich bestimmt zensieren, sonst werde ich hier wegen Beleidigung angezeigt. Meine Güte, das geht überhaupt nicht. Das ist ja dermaßen bescheuert, ja, das kannst du dir ja nicht ausdenken. Nochmal der Appell, bitte. Sei keine Fanboys. Lass die Scheiße liegen. Lass die Scheiße liegen. Wie gesagt, Picking Up the Pieces, hier hätte es mir gern geholt, aber nicht für 35 Euro. Bin ich raus, das Sackling hier. Jetzt. Unfassbar. Zu geil. Ja, nur noch so als kleines Update. Auch bei mir, einige haben ja schon drüber gesprochen. Ich hatte das beim letzten Video noch nicht so auf dem Schirm. Oh Gott, ja. Es ist halt so. Meine Güte. So, und jetzt kommen wir zu einer netten... Entschuldigung. Ich trinke schnell einen Schluck. Einen Moment bitte. Auch nochmal so ein bisschen passend zu dem Thema, und ich mache das auch in Videoform, weil es durchaus was ist, was vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Ich habe ja einen Haufen Kommentare bekommen unter das Video. Ich verlinke es euch übrigens noch irgendwo oder dann am Ende oder weiß der Geier was.
Die habe ich alle eigentlich schon beantwortet, soweit. Aber wie gesagt, jetzt geht es hier um eine E-Mail von einem Zuschauer von mir. Ich sage jetzt natürlich den Namen nicht. Derjenige weiß, wer gemeint ist, ja. Und ansonsten, aber ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, ohne zu wissen, ob derjenige das möchte. Du kannst ja dann gerne in die Kommentare schreiben, wenn du möchtest, dass die Leute wissen, wer es ist. So. Genau. Also, hallo Matthias. Ja, so heiße ich mit Vornamen. Wer es noch nicht weiß, ja, das ist jetzt kein Geheimnis. Jetzt kommt erstmal, das lese ich jetzt nicht, den Anfang lese ich jetzt nicht vor, das ist super nett, ja, ich werde sehr gelobt, ja. Das ist jetzt aber nicht unbedingt, was jetzt die Allgemeinheit interessiert, aber habe mich sehr gefreut auf jeden Fall, danke dafür. Und jetzt geht's aber richtig los. Ich bin ebenfalls Filmsammler und habe so wie du auch circa 2000 Filme im Regal stehen. Dabei lege ich mich nicht auf ein bestimmtes Genre fest, muss aber sagen, dass ich mit dem ganzen Mainstream-Quatsch nicht viel anfangen kann. Zum Beispiel Marvel. Ja, so ähnlich geht es mir ja auch. Ne? Wer meinen Kanal schon ein bisschen guckt, der weiß, bei mir ist auch öfter mal nicht so Mainstream-Zeug am Start. Ich schaue sehr gern ältere Filme aus den 80ern und 90ern. Ja, ich auch. Wobei ich sagen muss, das Alter der Filme ist mir eigentlich wurscht. Ich selber bin Baujahr 86, somit gerade mal 4 Jahre jünger als du. Videos drehe ich keine, schreibe aber seit vielen Jahren Reviews auf meiner privaten Facebook-Seite. Im Juli hatte ich dann schlussendlich angefangen, eine öffentliche Seite zu erstellen. Es sind aber noch nicht viele Einträge zusammengekommen. Du kannst gerne mal reinschauen, at Review Time Leipzig. Also mal, schaut mal rein bei Review Time Leipzig auf Facebook. Ich habe es leider auch noch nicht gemacht, werde ich aber nachholen, definitiv. So. Jetzt aber, so nun zu meinem eigentlichen Thema, Repack-Wahnsinn. Dein Video habe ich bereits am Sonntag geschaut, genauso wie das vom lieben Kollegen Zimmi und wusste erst gar nicht so richtig, was ich dazu sagen sollte. Erstmal finde ich es genauso scheiße, solche Ramsch-Titel für viel zu überteuerte Preise anzubieten. Ja, muss aber sagen, dass die Cover von 84 Entertainment wahnsinnig geil aussehen. Das stimmt teilweise. Also mir gefallen auch einige Cover sehr, sehr gut. Ich habe ja auch einige 84-Titel da. Und ich habe die eigentlich auch immer gerne gekauft. Ich habe dann die komplette Hardboxen-Reihe, die Retro Cinema Collection, fand ich toll. Also die haben auch schon tolle Sachen gebracht. Und die haben auch selber schon tolles, halt eine tolle Suspiria-Veröffentlichung zum Beispiel von Argento rausgebracht, habe ich da. Die haben schon tolle Veröffentlichungen gemacht, ja, früher. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Und durchaus auch schöne Mediabooks, definitiv, ja. Genau. Zum Glück kenne ich bisher noch keinen dieser Carpenter-Filme. Asche auf mein Haupt. Du kennst nicht The Thing und Vampires und was gab es noch? Sie leben? Okay. The Fog. Also The Fog finde ich jetzt auch nicht wirklich gut, aber sollte man eigentlich schon mal gesehen haben. Okay, aber gut ist halt so. Ich meine, ich habe auch vieles noch nicht gesehen. Ja. Sonst wüsste ich nicht, ob eins dieser Mediabooks in meine Sammlung wandern würde. Brauchst du eigentlich nicht. Die Titel gibt es alle in Emirates und für einen günstigen Preis. Also da muss man sich kein Mediabook holen. Obwohl, The Thing zum Beispiel ist ein super Film. Ja, definitiv. Vor vielen Jahren schon habe ich sogar dieses Label 84 Entertainment boykottiert, weil ich irgendwo einen Schlussstrich ziehen musste und nicht noch mehr kaufen konnte. Ich habe dann später auch gemerkt, dass das die richtige Entscheidung war, denn die Leute jetzt so über den Tisch zu ziehen, ist gemein. Ja, das ist vor allem halt einfach Lack gesoffen. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, naja, was heißt gemein? Im Endeffekt ist es halt ein Geschäftsmann und der, habe ich ja in dem Video schon gesagt, möchte halt so viel Kohle verdienen wie möglich. Und die Leute haben es selber in der Hand, einfach nicht kaufen und dann erledigt sich das von selber. Das ist, ja, mein gemein wäre jetzt, wenn man es kaufen müsste, so wie GEZ. Ja, das wäre gemein. So, naja. Aber kann man mit Sicherheit so sehen. Und jetzt kommt nämlich was Spannendes und da möchte ich nämlich jetzt auch in dem Video was dazu sagen. Deswegen wollte ich das jetzt eben hier vorlesen. Nämlich, Achtung, jetzt kommt's. Ich bin mir nicht sicher, ob du dich vielleicht ein wenig widersprochen hast. Du sagtest, eine Neuanschaffung sollte auch ein Mehrwert des Inhaltes sein und nicht nur die Verpackung. Hast dir aber gleich zwei verschiedene Motive von An American Werewolf in London geholt.
hat er gut aufgepasst, ja, obwohl du die Erstauflage schon hattest. Also, er hat sehr gut aufgepasst in meinen Videos. Ich selber kämpfe auch manchmal damit, mir so ein Repack nicht zu besorgen. Bei Convoy fiel es mir sehr schwer, aber ich habe am Ende doch Nein gesagt. Ja, und da hatte ich auch von, ich glaube, von Stanleys Filmzimmer, einen ähnlichen Kommentar unter dem Video. Und da muss ich jetzt dazu sagen, das kommt jetzt, und ich möchte jetzt meine Sichtweise dazu nämlich mal darlegen. Weil grundsätzlich, natürlich hat er da erstmal recht. Ne? Und ich habe ja auch in dem Video gesagt, ne, ich selber tendiere ja auch mal dazu, eigentlich Sachen zu kaufen, die ich nicht unbedingt brauche. Was jetzt hier das Thema Repack angeht, ich sehe das jetzt bei Turbine, um jetzt mal bei diesem Fall vom American Werewolf zu bleiben. Ich sehe das nicht als Repack. Weil das ist ja ein Titel, ein eigener Titel von dem Label selber. Das ist einfach ein Titel in anderer Verpackung. Ja, das ist ja jetzt ein Repack ist für mich, wenn jetzt ein Label einen Titel von einem anderen Label bringt, also klassisch halt diese Spindelware einkauft und eine eigene Verpackung dazu macht. Ja, das, oder es gibt ja auch diverse noch Hardboxen-Label, kleinere, die kaufen sich halt die Sachen und packen die einfach nur um im Endeffekt. Ja. Labeln vielleicht noch die Discs anders, aber na, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich bekomme von einem anderen Label, das eigentlich die Rechte hat, so eine Unterlizenz und verpackt es neu. Das ist für mich so ein klassisches Repack. Wenn jetzt ein Label seinen eigenen Titel nochmal auflegt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Repack, das ist eine Neuauflage, ganz einfach, ja. Weil das, der Titel gehört ja zu dem Label. In dem Fall bei Turbine auch. Die Mediabooks sind jetzt einfach eine neue Auflage des Titels. Ja, es gibt ja, es gab ja eben am Anfang diese Ultimate Collectors Edition. Dann gab es ja schon die Emeralds, auch mit 4K, auch Blu-ray. Und jetzt halt auch noch die Mediabooks. Ja. Und das finde ich auch gut, wenn Labels sowas machen. Ich finde es vor allem gut und das machen auch einige, macht Cape Light zum Beispiel auch. Die bringen die Titel in der Sammlerverpackung. Manche machen so, die bringen zuerst die Sammlerverpackung, schauen dann, wie viel wird verkauft, schieben dann zum Beispiel eine unlimitierte Emery nach. Cape Light macht sogar so, die bringen das zeitgleich raus, also da kommt das Mediabook und zeitgleich die Emery, sodass sich die Leute aussuchen können, ja, möchte ich ein bisschen mehr investieren und das Mediabook haben oder reicht mir die Emery? Das ist wirklich ein Kundenservice, das finde ich toll. Und bei Turbine finde ich das im Endeffekt auch gut, denn so hat jeder die Möglichkeit zu schauen, in welcher Preisrange möchte er da was kaufen, möchte er nur die Emery haben, möchte er ein Mediabook haben oder möchte er eine Ultimate Edition haben. Was man zu Recht kritisieren kann, das hat der Stanley gemacht, der natürlich gesagt hat, ja scheiße, hätte ich das gewusst, hätte ich mir die Ultimate nicht geholt, sondern gleiches Mediabook. So musste ich jetzt die Ultimate verkaufen, habe mir das Mediabook geholt, das stimmt. Da hätte Turbine definitiv, und die Kritik ist auch berechtigt, sagen können, Leute, passt mal auf, hier kommen noch Mediabooks. Vielleicht wollten die aber auch erstmal schauen, wie gut der Titel läuft. Wobei beim American Werewolf, da konnte man eigentlich davon ausgehen, dass der sehr gut läuft. Also wie gesagt, ich sehe das nicht als Repack. Das kann man vielleicht anders sehen, aber für mich ist das eine Neuauflage vom gleichen Label und kein Repack in dem Sinne. So sehe ich das einfach. Warum kaufe ich mir jetzt da mehrere davon? Ich habe sogar, wie gesagt, ich habe die Ultimate Edition mit dem Gaps Cover. Super geil. Und ich habe zwei Mediabooks jetzt davon. Ich habe auch noch die alte normale Blu-ray davon. Ich habe noch eine VHS Edition. Das ist natürlich, da muss man jetzt sagen, das ist einer von meinen Lieblingstiteln. Also wir reden hier wirklich von einem absoluten Lieblingsfilm von mir. Ja, mit dem ich seit der Kindheit Großes verbinde. Ja, weil ich mir als Kind da einfach immer schon in die Hosen geschissen habe beim Werwolf. Und das kann durchaus bei mir vorkommen, dass ich mir von meinen Lieblingstiteln, Voodoo, Schrecken der Zombies ist auch so einer, den ich mehrfach hier stehen habe, oder Irreversibel zum Beispiel, dass ich mir von absoluten Lieblingstiteln mehrere Veröffentlichungen hole, weil ich sie toll finde. Die stelle ich dann auch nur ins Regal, das stimmt, die stehen nur im Regal, weil sie toll aussehen. Das ist so. Aber gerade im Fall jetzt von Turbine muss ich sagen, da geht es mir auch noch um was anderes. Und das kann man deswegen auch nicht vergleichen. 84 Entertainment, was machen die? Kaufen Spindelware, klatschen das Mediabook, fertig. Null Aufwand. Was hat Turbine gemacht? Turbine hat sich die Lizenz gekauft
von einem American Werewolf in London und die war mit Sicherheit bei so einem, ich sage jetzt mal, Triple-A-Titel, ja, war die nicht billig. Die war definitiv nicht billig, die Lizenz. Dann haben die ein 4K-Master anfertigen lassen. Es gab nämlich noch keins. Das darf man nicht vergessen, die weltweit erste 4K-Veröffentlichung. Das hat Turbine selbst gemacht. Die haben ein eigenes Master anfertigen lassen. Dann haben die auch noch, denn die deutsche Synchro war an einer Stelle, da gibt es eine Stelle am Piccadilly Circus, wo er in der Telefonzelle telefoniert. Und die war nicht synchronisiert, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich jetzt nicht, warum nicht. Die war nie synchronisiert. Die haben das nachsynchronisieren lassen, diese Stelle, und zwar mit dem Original-Synchronsprecher. Besser geht es nicht. Und das hat mit Sicherheit auch ein paar Euro gekostet. Dann haben die sämtliches Bonusmaterial ausgegraben, was es nur gibt, haben ein riesen fettes Booklet anfertigen lassen mit zig Seiten. Das 52 Seiten hat das vom Media Book. Das aus der Ultimate hat noch viel mehr Seiten, ist doppelt so dick, glaube ich. Da gibt es dann auch noch den Soundtrack dazu. Das heißt, den Soundtrack haben sie auch noch lizenziert, zumindest für die Ultimate Collection. Also die haben richtig Zeit und Geld in diesen Release reingesteckt. Das war nicht billig. Und haben das für einen wirklich fairen Preis verkauft. Ich muss nochmal sagen, 35 Euro für ein 4K-Mediabook. Das ist ein mehr als fairer Preis mit dieser Ausstattung. Und da muss ich sagen, ich gönne diesem Label jeden Cent und ich bin bereit, da ein bisschen mehr Geld auszugeben, um dieses Label, das mir so viel Freude bereitet hat, mit so einer tollen Veröffentlichung von einem meiner Lieblingsfilme, dann da auch mal die eine oder andere Edition mehr abzunehmen. Denn diesem Label gönne ich mein Geld für die tolle Arbeit, die sie abgeliefert haben. Ja, an der ich so viel Freude hatte. Und wenn ich es mir leisten kann, in dem Fall, dann hole ich mir da auch die eine oder andere Edition mehr. Denn dann ist es mir, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, dann ist es mir den Preis wert, auch wenn ich zwei Editionen kaufe. Weil ich weiß, das Label wird mit meinem Geld das nächste Mal wieder eine geile VÖ bringen. Das ist einfach so, und da kann ich mich bei Turbine drauf verlassen. Ist einfach so. Und deswegen habe ich auch von dieser Veröffentlichung mehrere. Ich würde lieber vom American Werewolf noch zwei Veröffentlichungen kaufen, als nur eine einzige jetzt von den aktuellen 84 Veröffentlichungen, die ich vielleicht noch nicht in der Sammlung habe. Weil ich finde, das eine Label gehört unterstützt und das andere Label gehört sich eigentlich vielleicht sogar weg. Ich hoffe, dass ich das verständlich erklärt habe, worum es mir dabei geht und warum ich durchaus auch mal mehrere Editionen kaufe. Ich meine, ich bin ja auch ein verrückter Sammler. Ich verstehe ja, ich weiß ja, wie das funktioniert und man sieht, was toll ist und man möchte es unbedingt haben. Ja, und das geht mir auch oft so. Und ich habe auch schon wirklich Geld ausgegeben für Sachen, wo du sagst, Alter, das ist ja der Wahnsinn im Nachhinein. Aber sich immer die Frage stellen, habe ich da noch Freude dran? Habe ich Freude dran, wenn ich ein Leon Mediabook für 70 Euro kaufe? Ich hätte American Werewolf für 70 Euro nicht gekauft, natürlich nicht. Nein, hätte ich nicht gemacht. Was soll das? Selbst die Ultimate Collection war günstiger als 70 Euro. Meine Güte, unfassbar. Ja, den Preis muss es wert sein. Und wenn ich merke, das Label ist ein gutes und hat es verdient, dann shut up and take my money. Ja, ganz einfach. So sehe ich das. Ja, kann man natürlich anders sehen. Und es war mit Sicherheit auch ein jetzt hier sehr berechtigter Punkt. Und deswegen wollte ich den auch hier aufgreifen. Danke dafür, danke für die Frage. Und ich hoffe, ich konnte jetzt nach meiner Sichtweise so ein bisschen rüberbringen. Ja, genau. Dann geht es aber noch weiter mit der E-Mail zum zweiten Thema, Nameless Media. Ich bin durchaus ein Fan von Nameless Media. Aha. Ich mag den Spotlack total. Doch für mich muss auch der Inhalt stimmen. Der Film muss mich interessieren und dann so eine dämliche Limitierung von 333 Stück pro Cover ist echt absurd und überhaupt nicht kundenfreundlich. Genau, meine Rede.
Ich habe auch gesagt, die Produkte, also die büßen nicht, aber die Mediabooks sind ja top. Und Filmgeschmack, da kann man jetzt nicht drüber streiten. Dem einen gefällt der Titel, dem anderen nicht. Ja, das ist nicht der Punkt. Ja. Aber diese Kacklimitierungen, ja. Dieses ganze rechtzeitig am Handy sein, damit ich auch ein Mediabook abbekomme, geht mir dermaßen auf den Sack. Könnten die nicht ein Zeitfenster einrichten, wo alle Interessenten vorbestellen können? Und genau diese Vorbestellerzahl ist dann die Limitierung. Das hat übrigens 84 Entertainment damals bei ihrer Suspiria Mediabook-Veröffentlichung gemacht. Fand ich richtig cool. Die haben geschaut, wie viele Vorbestellungen kommen rein und haben dann genau so die Limitierung gewählt. Die ist ziemlich hoch, ich glaube, es sind fast 5000. Ja, da haben viele Leute wollten das haben. War auch eine tolle Veröffentlichung. In dem Fall, also man muss AD4 auch loben, wenn sie was gut machen. Das haben die da so gemacht, habe ich aber sonst eigentlich nicht mehr erlebt, muss ich sagen. Das fände ich noch angemessen. Auf eine bestimmte Limitierungsnummer gebe ich auch einen Scheiß, brauche ich genauso wenig. Naja, genau, das habe ich ja auch gesagt. Als Fanboy kann ich mich nicht direkt bezeichnen. Ich selber bleibe aber meinem Samsung Galaxy treu, weil es auch das beste technische war, was es auf dem Markt gab. Ich habe ja schon immer eins mit Handyvertrag, somit bezahle ich das Handy ja auch nicht direkt. Ist am Ende vielleicht teurer, aber die Summe von ein paar hundert Euro brauche ich nicht gleich auf einmal bezahlen. Ja, kann man ja machen. Ne? Das ist ja kein Problem. So, jetzt kommen wir wieder zu den Filmen. Fanboy bin ich maximal von Imperial Pictures und diese anderen kleinen Label. Imperial Pictures sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich von denen irgendwas da habe. Aber jetzt erstmal vom Namen her sagt es mir jetzt erstmal nichts. Kennst du die? Die bringen seit circa 2 Jahren mehr oder weniger geile 90er Jahre B-Movie-Videothekenklopper raus. Nee, habe ich tatsächlich noch nichts gehört davon. Ah, jetzt. Ich bin ja ein großer Karate-Film-Fan und da kann ich mir alles von angucken. Okay, wenn die natürlich solche Karate-Filme bringen, Imperial Pictures, dann ist klar, warum ich die nicht kenne. Ich mag nämlich keine Karate-Filme. Also, dann ist das klar, ne? So, das war's jetzt endlich. Ist schon viel zu lang für diesen Fanbrief. Ich würde mich auf eine Antwort von dir freuen und mach weiter so mit deinen Videos, die sind toll. Auch das Buch von Timo Würz war geil, habe ich auch in einem Video mal vorgestellt. Da hätte ich ebenfalls gerne ein Poster von den Illustrationen. So, bis dann, ciao und Servus. Ja, vielen Dank für die sehr, sehr lange und nette E-Mail. Ich habe mich riesig gefreut drüber, muss ich sagen. Und schön, dass du das auch thematisiert hast, was wir jetzt besprochen haben. Wie gesagt, ich hoffe, die Antwort war zufriedenstellend und vielleicht auch für alle, die zugeschaut haben und die sich vielleicht auch das Gleiche gedacht haben. Ja, Moment mal, was labert denn der für einen Scheiß? Kauft sich das Zeug da doppelt? Ich hoffe, dass meine Gedankengänge ein bisschen klar geworden sind. Genau. Und jetzt ist das Video hier schon wieder ellenlang. Wir quatschen hier die ganze Zeit rum. Aber das macht ja nichts. Ne? Jetzt wird das noch schnell gerendert, hochgeladen, dann könnt ihr es anschauen. Und das war es dann jetzt auch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ja? Kennt ihr die Trash Collection von CMV schon? Ja? Wie ist eure Meinung zu 84 Entertainment, die aktuellen Releases mit Leon für 70 €? Zu geil, einfach zu geil. Schreibt mir in die Kommentare. Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, wie euch das Video gefallen hat. Und ja, ich verlinke euch hier wieder ein bisschen was zum Anschauen und hier gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao und Servus.